hier ist er. Moin, Jungs. Oh, mehr Fokus. Ja, du schlägst den Kollegen, aber ich krieg den Schaden, alles klar. Ich hau dich kaputt! Okay, Jungs, kleine Überraschung für euch. Mal wieder. Epische Musik. Ups, der Schild ist kaputt gegangen. Was soll denn passieren? Bam! Ich muss hier echt mal ein paar Schadenspunkte einfügen. Glaube ich. Weil durch... normale Heilschlag kommen muss. Mach ich nicht genug Schaden. Glaube ich. So. Geht doch. Ja, moin, Jungs. Oh, neue Fähigkeit. Die Logikbombe. Explosiver Sensor-Virus, der Endforcer-Schilde zerstört und allen Zielen in Reichweite schweren Schaden zufügt. Das klingt doch gut. Die Logikbombe. Springen Sie jetzt zurück. Okay. Okay. Oh, den konnte ich überlassen. Nein. Oh, doof. Jetzt habe ich kein Power-Up mehr. Komm schon. Weil ich das Überlassen verkackt habe. So. Sensenraserei. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Games. Okay, okay, wir haben was Neues gelernt. So, tüdelü. Wir können was Neues lernen, sagen wir es so. Das können wir freischalten. Tempo Kick, hier, Reset Kicks. Ja komm, nimm den Reset Kick. Ja, passt. Und dann haben wir den in der Kombo ans Ende hin. So. Oh Gott. So, Schlag, Kick, Kick, Schlag, Kick, Kick. Okay. Ich glaub, das kriegen wir hin. Spring halt über ihn drüber, Mensch. Nein. Schlag, Kick, Kick. Schlag. Schlag, Kick. Wisst ihr was, Jungs? So hier. Ich nudel euch einfach sowas auf den Latz. Und mach wieder so hier. Und dann gibt's da noch was. Was für ein Spaß. Wenn ich mein Gedächtnis wiederkriege, dann bitte ohne Warn. An dieses Arschloch will ich mich nicht erinnern. Die Vergangenheit kann dir nichts mehr. Lebe im Hier und Jetzt. Oh, das war glaube ich das erste Mal, dass er irgendwas halbwegs Nettes gesagt hat, oder? Ah, noch mehr Jungs, die hauen ab von mir. Hey, ihr Pussys. Ich spiele die Musik. Euch Heilung? Ja, ein bisschen. Ja, ja, komm. Kling. Okay, Synchronisierung läuft. Zing, so synchronisiert. Jetzt können wir uns daran erinnern, plopp, dass wir da dran schießen müssen. Ein wenig seltsam, ganz ehrlich. Was haben wir da? Korridor geschlossen. Irgendwie sind alle Korridore geschlossen. Achtung, Arrestzellen. Oh, Missy, das ist Madame. Madame. Stilvolles Outfit. Eindringling in der Wachenumkleide. Genauer, bitte. Sergeant Warren wurde angegriffen. Totale Gedächtnislöcher. Fast den Eindringling. Doppelpatrouillen.
Ich aktiviere den Brain Drainer. Der Brain Drainer? Wenn ich hier mit Erinnerungen spielen darf, bin ich. Okay. Wenn ich hier bleibe, sieht mich das große Auge nicht. Dem Licht mehr hin. Ernsthaft? Wow. Uiuiui. Alter. Das ist ja hier gefährlich hoch 3. Der Brain Drainer. Bin ich auch relativ sicher, ja. Okay. Einfach Knopf drücken und schwupps, die Zelle auf dem Weg zur Wartung und währenddessen 40 Mal ununterbrochen zwinkern. 40 Mal ununterbrochen zwinkern? Ja, und jetzt? Einfach Knopf drücken und schwupps, die Zelle auf dem Weg zur Wartung und währenddessen 40 Mal ununterbrochen zwinkern. Achso. Knopf drücken. Klong. So. Arrestzelle beschädigt. Bitte zur Wartung senden. Arrestzelle beschädigt. Bitte zur Wartung senden. Okay, jetzt kommt die Wartung. Huch. Ich glaube, wir wurden vorher gebremst. Würde ich jetzt mal schätzen. Terminhinweis. Madame und Dr. Quaid werden zum Verhörgebäude gebeten. Zum Verhörgebäude. Da, die Verhörzellen sind ganz nah. Beeil dich. Okay. Jetzt müssen wir also zu den Verhörzellen. Hellpack braucht man nicht. Das ist also, falls man von dem Brain Drainer erwischt wurde. So, schauen wir mal, dann wollen wir mal zu den Verhörzellen. Huch. Kampfkraft. Oh mein Gott. Komm, hau ihm was auf den Latz. Hau ihm was auf den Latz, jawohl. Ah. Mehr von denen. So, aufladen. Okay, wisst ihr was, Jungs? Ihr seid zuerst dran. Und auf den Platz. Hau sie kaputt. Nee, das reicht mir nicht ganz.
So, nochmal eine Sensenreiserei. Das sollte für die beiden Jungs reichen, ja. Natürlich reicht es nicht. Komm, so, einmal hier noch. Bams, einmal. Und genug. Yes. Oh Mann. Also. So, geht doch. Mistdinger. So, da hinten ist eine Treppe. Schauen wir mal. Muss ich hier lang? Ne, hier kam ich gerade runter, oder? Muss ich dadurch? Hallo? Warnung, Stromschlaggefahr. Dann wird einfach ein Saft aus. Vielleicht muss ich doch hier hoch. Schauen wir einfach mal. Sieht so aus. Befragungsräume. Okay. Die Verhörzellen sind wohl hier entlang. Bei einer Putze. Bei einer Putze in der Nähe, die putzt doch. Ah, da. Fokusbalken plus 1. Der fünfte eingesammelte Fokusboost fügt ihrer Fokusanzeige einen weiteren Balken hinzu. Aber das ist gut, wenn ich zwei Fähigkeiten einsetzen. Schön sauber machen hier. Ich sehe das. Ich komme später nochmal vorbei und dann überprüfe ich, ob das auch alles richtig sauber ist hier. Und gnade dir Gott, wenn das nicht sauber ist. Dann gibt's Ärger. Der Pausenraum. Beschränkter Zugang. Klingt logisch. Befragungsraum 1. Huch. Ja, moin. Wie geht's dir? Wer bist du? Kann ich den aufmachen? Um zu sehen, wer da drin hockt oder was? Kenne ich nicht. Wir haben uns noch nie gesehen. Befragungsraum 4 leer. Nummer 6 beschäftigt. Überprüfung, Genehmigung. Können wir auch nichts drin machen? Ihr Gedächtnisjäger seid alle Sonne, Eve. Vertut euer Geschick mit Diebstahl. Oh, hey. Nein! Nein! Nein, nicht der Kleine, komm! Wir müssen ihm helfen. Mausi, ich zeige dir die wahre Macht des Memory-Spiels. Okay, sie weiß anscheinend Bescheid. Und hinterher wirst du denken, du hättest mich immer verehrt. Nein, niemals! Ruhe! Mit der Zeit wirst du bereitwillig dein Leben für mich opfern. Nein! Jetzt oder nie, Schwester! Schnapp dir den Zugang zu den Gefängnisservern! Ganz allein um die Komfortburg Saint-Michel herumtreibt? Okay, und jetzt müssen wir sie fertig machen. Mein Gott, Edge. Das war Bad Request. Sie haben ihn! Nicht ablenken lassen. Er wird mit den anderen zusammen befreit. Folge Madames Reminiszenen zu den Speicherservern. Okay. Bad Request, mein Fan. Lagerraum.
Nur für die obere Verwaltung. Ich bin von der oberen Verwaltung. Genau das dachte ich mir. Wahrscheinlich Madame. So, und dann geht's. Achtung, alle Aktivitäten werden videoüberwacht. Recht. Edge? Okay, ich bin in Position. Los. Du bist echt die Superheldenschwester. Ja, wirklich. Klar. Du musst in der Nähe vom Eingang zum Panoptikum im Hauptturm sein, wo die Gedächtnisserver sind. Finde mit dem von Madame gestohlenen Gedächtnis den Weg dort rein. Okay, ich tue, was ich kann. Einmal Tür öffnen. Das klingt nach Alarm. Jugendkriminalität. Alarm. Aber einen Alarm aus, das nervt, dass ich Kopfschmerzen von. Und wer bist du? Kennen wir uns? Was bist du denn für ein Kampfroboter? Oh! Hilfe! Okay. Wisst ihr was, Jungs? Da ist ein bisschen Raserei hier. Ah, okay, der macht also auch Bomben. Hallo, ich würde ihm... Okay, also ich muss ihn praktisch ausweichen und ihm dann ordentlich was von Latz knallen. So, Burns! Nach der Bombe. Hauen kann ich ihn derzeit anscheinend nicht. Super. Voll komplizierter Gegner. Bums, bang, Ende. Oh, zwei davon. Immer besser. Roste in Frieden. Macht Roboter zur Verwaltung. Oh, das ist gut. Und sich dann selbst zerstören. Das mag ich. Ja, komm. Ja? Ja, ich möchte es gerne aktivieren. Du möchtest mich das nur nicht aktivieren lassen irgendwie. Blödes Spiel. Jetzt. Huch. Das war absolut cool. Aber die Sensenraserei ist so super. Thanks! Und das auch noch was. So. Tüdelülü. So. Bums. Bums. Und jetzt warten wir wieder. Platz, bumm, Ende. Ernsthaft? Noch mehr? Oh Mann. So. Einen kaputt. Wo ist der zweite? Da oben. Zack. Ausweichen. Weil die Typen, die schießen, die sind ein bisschen nervig. Deswegen mache ich das erstmal zuerst runter. Ja, so viel zu dem mache ich zuerst runter. So. Und für euch habe ich eine andere Überraschung. Nämlich den hier. Ah!
paar kleine Überraschungen. So. Mal dein Schild weg. Das ist aber kein Problem hier, die Typen. Das geht! So, sonst in Raserei. Jetzt kriegt ihr noch was so auf den Latz, dass ihr gleich hier umkippt. Dass euch eure Mama nicht mehr erkennt. Das liegt nicht daran, dass ich ihre Erinnerung gelöscht habe. Nein, nein. So, die Bastille, Turmeingang. Turmeingang. Lass mich raten, das ist dieselbe Tür. Ja, natürlich. Da geht's weiter. Das heißt, wir schauen uns mal hier hinten. So, Erinnerung. Technologie. Genau nach solchen Sachen suche ich doch. Nennen hatte Hilfe von außen. Isoliert die Bastille vom Netzwerk. Hab ich bereits vor 10 Minuten. Das darf nie wieder passieren, Sergeant Vaughn. Dr. Quaid ist schuld. Dieser Blutsauger tut in seinem Labor, was er will. Lass Dr. Quaid da raus. Der Ruf der Bastille hat durch den Ausbruch schwer gelitten. Ja, Madame. Und gib mir Olga Sedova auf einer sicheren Leitung. Ich habe Arbeit für sie. Haben die ihre Erinnerung wiederhergestellt? Ich hoffe nicht. Das wäre voll schlecht. Zwei Wege. Klopf, klopf. Hab dich. Muss ich darüber? Die Einzige, die hier mit Erinnerungen spielen darf, bin ich! War das da drüben jetzt ein falscher Weg? Ja, scheint so. Okay, also... Die hat praktisch damit gerechnet und sich schon ein paar Fake-Erinnerungen zurechtgelegt, ha? Ja, da drüben die Tür war aber auch eigentlich eine richtige. What? Okay, wir haben eine neue Combo. Wo? Ich glaube irgendwie nicht. Ja? Hallo? Das Spiel hängt gerade, glaube ich.